Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuesten Video auch wieder mit dabei seid. Ich sag's schon mal vorab, falls der Ton ein bisschen komisch ist, draußen ist gerade Weltuntergangsstimmung. Es ist seit Tagen jeden Abend, beziehungsweise jetzt ist Mittag, aber durchgehend am Regnen und wirklich am Gewittern. Wenn ihr vielleicht die Nachrichten ein bisschen verfolgt habt, ist am Donnerstagabend im Saarland ein ganzes Dörfchen komplett von Fluten niedergemacht worden. Also es ist momentan echt nicht cool. Und falls es jetzt ein bisschen lauter ist, hier dahinter ist nur Hauswand. Ich bin nämlich das einzige Haus mit zweitem OG und habe keine schützende zweite Hauswand hinter mir. Also bitte verzeiht es mir, wenn es ein bisschen rauscht oder lauter ist. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera viel hört. Aber wir lassen uns von dem miesen Wetter nicht die gute Laune nehmen. Ich habe nämlich heute für euch meinen Leserückblick für den Monat Mai. Ich habe den Monat Mai für mich schon am 27. Mai abgeschlossen, weil ich einfach die letzten Tage gar nicht mehr groß zum Lesen kam, weil einfach so viele Termine anstanden. Also hat der Lesemonat für mich nach 27 Tagen auch geendet. Aber auch wenn ich ihn vorzeitig beendet habe, habe ich trotzdem 7 tolle Bücher in diesem Monat gelesen. 3 davon kann ich euch heute leider nicht zeigen. 2 habe ich nämlich an eine Freundin verliehen und 1 hatte ich mir von einer Freundin ausgeliehen. Da werde ich euch dann eventuell das Cover hier einblenden. Das muss ich dann mal schauen, wie ich das mache. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt direkt mit dem ersten Buch, mit dem ich auch in den Mai reingestartet bin. In den Lesemonat Mai gestartet bin ich mit Cora Carmack und zwar habe ich von ihr Losing It gelesen. Das ist der Reihenauftakt einer Trilogie. Das ist genau wie bei Mona Kastens Again-Reihe. In dem ersten Band geht es um ein Pärchen, im zweiten Band geht es um ein anderes Pärchen dieser Konstellation und im dritten Band, glaube ich, nochmal um einen anderen Hauptprotagonisten. Aber alle spielen quasi in der gleichen Stadt oder im gleichen Freundeskreis, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hatte damals ja bei Instagram mit euch eine Abstimmung gemacht, welches Buch ich mit nach Berlin für den Flug nehmen soll. Und da hat dieses hier gewonnen. Ich glaube, das andere war eins von Tamara Weber. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich den 1. Mai ja in Berlin verbracht und hatte für den Flug dieses kleine Schätzchen hier dabei. Hat auch gerade ganz gut gepasst, weil es irgendwie eine kleine Ausgabe ist. Es ist nicht so groß wie ein normales Taschenbuch und hat dann also perfekt in meine Handtasche gepasst. Kommen wir jetzt aber mal zum Inhalt des Buches, um die Story. Es geht nämlich um die 22-jährige Bliss Edwards und Bliss hatte in ihrem Leben noch niemals einen Freund, geschweige denn Sex mit jemandem und irgendwie ist sie das ganze Thema leid und möchte das schleunigst ändern. Sie geht dann mit ihrer besten Freundin abends in eine Diskothek oder in eine Kneipe und lernt dort einen sehr, sehr, sehr attraktiven Engländer kennen, der gerade neu in der Stadt ist. Und die beiden unterhalten sich den ganzen Abend und dann kommt es so, wie es kommen muss. Sie nimmt ihn mit in ihre Wohnung und die beiden kommen sich näher. Aber irgendwann kriegt Bliss kalte Füße und lässt den armen Kerl splitterfasernackt in ihrem Bett zurück und flüchtet. Das war allerdings noch nicht das Peinlichste, was Bliss erlebt hat. Nein, denn als sie am nächsten Tag oder ein paar Tage später zur Uni fährt, taucht er plötzlich auch dort auf und es stellt sich raus, dass er ihr neuer Dozent ist. Die ganze Story hat mich so ein bisschen an Will und Lycan erinnert. Aber ich finde, Cora Carmack hat das Ganze sehr lustig geschrieben. Ich konnte mich direkt mit Bliss identifizieren. Sie war so ein bisschen schusselig, aber total liebenswert und ich habe sie direkt von Anfang an gemocht. Ich war auch richtig traurig, als wir dann gelandet sind, dass ich dann keine Zeit mehr hatte, im Buch weiterzulesen. Aber dafür habe ich auf dem Rückflug nochmal weitergelesen und ich glaube,
allein in den 2,5 Stunden, die ich insgesamt in der Luft war, habe ich schon ein Drittel vom Buch weggelesen. Es lässt sich nämlich sehr, sehr flüssig lesen, sehr, sehr angenehm lesen. Und ich fand auch allgemein die Geschichte, obwohl es so eine 0815-Thematik beinhaltet, fand ich die Geschichte trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe mir dann auch, als ich daheim war und das Buch noch nicht mal fertig hatte, schon Band 2 und Band 3 bestellt. Die sind mittlerweile auch gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie vielleicht auch im Juni noch lesen werde, aber sie werden definitiv nicht lange auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher verweilen müssen. Das zweite Buch, das ich im Mai gelesen habe, ist genau das, was ich mir von einer Freundin ausgeliehen habe. Und zwar Morgen lieb ich dich für immer von Jennifer L. Armstrout. Ich habe von dem Buch noch nie vorher was gehört. Ich war bei meiner Freundin zu Besuch und dachte mir, ach, die hat ja auch so viele Bücher, vielleicht kannst du dir mal einfach eins ausleihen. Und sie hat mir das hier empfohlen. Das hatte sie nämlich auch ein paar Wochen zuvor gelesen und war davon auch ziemlich begeistert. Ich sage euch einfach mal, um was es geht, bevor ich meine Meinung dazu sage. Also wir sind mit unserer Hauptprotagonistin Mallory zusammen unterwegs. Sie hatte eine ganz, ganz schwierige Kindheit, weil sie auch in einem Waisenhaus oder in Pflegefamilien aufgewachsen ist. Und bei einer Pflegefamilie hat sie ganz, 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 ganz schlimme Dinge erlebt. Und das Einzige, was ihr damals so quasi die Lebenszeit positiv beeinflusst hatte, das war Ryder. Das war nämlich auch ein kleiner Junge, der in dieser Pflegefamilie gelebt hat und der war so ein bisschen ihr Beschützer und ihr Anker und ihr Fels. Und nach einem bestimmten Ereignis, ich möchte jetzt wirklich nicht spoilern oder erzählen, was war, wurden die beiden getrennt und Mallory kam in eine neue Familie. Die Familie hat sie dann auch adoptiert, aber sie hat Ryder nicht mehr gesehen. Die Familie hat Mallory dann auch daheim unterrichtet und hat sie gar nicht auf eine Schule geschickt, aber das möchte sie ändern, denn sie möchte eigentlich nur ein ganz normales Mädchen sein und überredet dann ihre Adoptiveltern, dass sie das letzte Jahr doch bitte auf einer richtigen Schule absolvieren darf. Und wie das Schicksal auch immer so schön spielt, trifft sie dort in dieser Schule auf Ryder, den sie ja wirklich 4 Jahre lang nicht gesehen hat. Und er erkennt sie auch sofort und die beiden verbindet etwas, was die ganzen anderen Schüler auch gar nicht verstehen können. Wir lernen auch ein paar ganz, ganz tolle Charaktere kennen, zum Beispiel Hector und seinen kleinen Bruder, bei dem Ryder mittlerweile lebt. Er wurde da nämlich auch mit aufgenommen, zwar nicht adoptiert, aber er darf dort leben, so als Pflegekind, sage ich jetzt einfach mal. Und in dem ganzen Buch geht es darum, ob diese spezielle Verbindung, die Ryder und Mallory früher hatten, auch 4 Jahre später noch so groß ist. Die beiden erleben wirklich viel und in Ryders Leben passiert auch einiges, was diese Verbindung so ein bisschen auf die Probe stellt. Aber egal, was ich jetzt sagen würde, ich würde euch spoilern. Ihr müsst das Buch einfach selbst lesen, wenn es euch interessiert. Meiner Meinung nach war es jetzt nicht das beste Buch von Jennifer L. Armstrout. Da habe ich wirklich schon bessere gelesen. Ich habe mir von der Thematik auch ein bisschen mehr erhofft. Begeistert hat mich die Thematik auf jeden Fall, aber die Umsetzung fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Ich habe mich nicht wirklich in Mallory reinversetzen können. Sie war mir nicht sympathisch. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht unbedingt so gut ins Buch gekommen. Ein paar Szenen waren echt genial. Manche Abschnitte haben sich für mich gezogen wie Kaugummi, Dinge, die ich nicht nachvollziehen konnte. Alles in allem habe ich dem Buch, glaube ich, trotzdem 3 Sterne bei Goodreads gegeben. Das wäre jetzt so ein Buch für mich, das ich nicht unbedingt nochmal lesen würde. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass ich es mir ausgeliehen hatte und nicht selbst Geld dafür ausgegeben habe. Die nächsten beiden Bücher, die ich gelesen habe, waren Band 1 und Band 2 einer ganzen Reihe. Ich glaube, die besteht mittlerweile aus 4 Büchern.
Ich habe von der Autorin vorher auch nichts gelesen, aber war eigentlich positiv überrascht. Ich hatte sie, glaube ich, mal bei Instagram gesehen und hatte sogar bei Band 1 irgendwas kommentiert, dass mich die Thematik schon sehr interessieren würde und dass ich mich auf das Buch freue. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, dass ich mir die beiden Bücher oder zumindest mal die ersten beiden Bände anschaffen werde. Und ich spreche nämlich von Pick the Boss und Love the Boss heißt das zweite. Und dann gibt es noch einen dritten und einen vierten Band. Die habe ich allerdings jetzt noch nicht zu Hause, weil ich erst mir gedacht habe, ja komm, test mal die ersten beiden Bände. Die habe ich relativ günstig gebraucht bekommen im Doppelpack. Ansonsten hätte ich vielleicht auch erstmal nur Band 1 gekauft. Aber im Angebot habe ich ein bisschen gespart, habe beide Bücher. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, dass ich die beiden gekauft habe. Unsere Hauptprotagonistin in den Büchern ist Emma und Emma ist auch so ein bisschen chaotisch unterwegs, sie ist tollpatschig, sie ist einfach ein ganz normales Mädchen, eine ganz normale Frau. Eines Morgens wird sie wach und hatte einen nackten Mann neben sich im Bett und konnte sich im ersten Moment gar nicht dran erinnern, wer dieser Typ eigentlich war. Und so nach und nach brechen so die Eindrücke vom letzten Abend auf sie ein. Ihr bester Freund hat sie dazu überredet, mit ihr feiern zu gehen oder mit ihm feiern zu gehen. Und sie hatte dann einen One-Night-Stand mit nach Hause genommen, der jetzt auch noch in ihrem Bett liegt. Leider Gottes ist auch heute ihr erster Arbeitstag. Und durch die durchzechte Nacht ist sie ein bisschen neben der Spur, kommt auch viel zu spät, rast zum Auto und es passiert was, was natürlich passieren muss in solchen Situationen. Ihr fährt jemand ins Auto rein. Dann kommt sie natürlich noch viel später zu ihrem ersten Arbeitstag auf die Arbeit und ist einfach total chaotisch und aber einfach liebenswert. Also ich fand Emma echt toll. Als sie dann auf der Arbeit eintrifft, ist ihr Chef Gott sei Dank relativ entspannt, nachdem sie erzählt, dass sie einen Autounfall hatte und sagt ihr dann, ja komm, jetzt atme mal tief durch, Mädchen, da ist dein Arbeitsplatz, wir fangen das Ganze mal entspannt an. Er erzählt ihr dann auch, dass die Firma in einem Jahr oder gegen Ende des Jahres von seinen beiden Söhnen übernommen wird, die auch später im Büro erscheinen werden und er möchte sie dann natürlich auch vorstellen. Als sie dann in dieses Besprechungszimmer reinkommt, trifft sie quasi der Schlag, denn das eine ist ihr One-Night-Stand von letzter Nacht und das andere ist der Vollidiot, der ihr ins Auto gefahren ist. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Seltsamerweise verlieben sich beide Hals über Kopf in sie, sowohl Mr. Ich gehe keine Beziehung ein, ich habe One-Night-Stands und binde mich nicht, als auch Mr. Perfect, ich fahre dir trotzdem ins Auto. Also das Ganze ist ein bisschen ein Gefühlschaos, ein Gefühlshin und Her, aber ich fand die Story eigentlich recht unterhaltsam. Ich muss sagen, es ist jetzt keine High-End-Lektüre, die von Dramatik und Co. strotzt. Es ist einfach eine super seichte Geschichte. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass auf einmal zwei Männer, die als äußerst, äußerst attraktiv beschrieben werden, sich spontan beide gleichzeitig in eine völlig durchschnittliche Frau verlieben. Also Emma ist jetzt kein Topmodel, sie ist aber auch nicht dick, sie ist wirklich eine ganz normale Frau. Aber die Tatsache, dass zwei Männer, die als Adonis beschrieben werden, sich urplötzlich so in sie verlieben, ist leider nicht sehr realitätstreu. Aber es ist eben einfach auch nur ein Buch, es ist eine Geschichte, die von der Autorin erzählt wird. Ich fand sie unterhaltsam und ich habe auch mit Emma mitgelitten, mitgelacht, auch wenn ich manche ihrer Taten und Aussagen nicht so ganz verstanden habe. Aber ich kann es euch trotzdem empfehlen, wenn ihr so eine leichte Lektüre wollt, wo ihr nicht viel nachdenken müsst, die einfach nur so vor sich hin plätschert, ohne Höhen, ohne Tiefen, einfach ganz entspannt, dann kann ich euch empfehlen, euch mal die Reihe zu Herzen zu nehmen. Kommen wir jetzt wieder zu Büchern, die ich auch tatsächlich hier liegen habe. Es wird ja auch mal Zeit, wobei
so oft leihe ich Bücher ja auch nicht aus. Das nächste Buch, das ich im Mai gelesen habe, hat schon bestimmt ungelogen 2 Jahre auf meinem Sub gelegen. Nicht, weil mir das Buch nicht gefallen hat, sondern weil es einfach ein zweiter Teil von einer Reihe ist, wo mich das erste Buch schon dermaßen fertig gemacht hat, dass ich mich irgendwie nicht getraut habe, an das zweite ranzugehen, weil ich Angst hatte, dass das zweite das erste niemals übertreffen kann. Wenn ihr mein Rebuy XXL Unpacking Video von April, ich glaube im April war es, gesehen habt, ich kann es euch auch gerne nochmal hier oben verlinken, dann wisst ihr, dass ich mir auch diverse Blu-Rays mitbestellt habe und da war die Verfilmung von Band 1 auch dabei. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr erst das andere Video schaut, ich löse natürlich direkt mal auf, was ich meine. In dem Unpacking hatte ich ein ganzes halbes Jahr den Film und das Buch dazu habe ich ja irgendwann kurz bevor der Film rauskam nochmal neu gelesen und als letzte Woche dann irgendwann vor 2 Wochen so ein mieses Wetter war und ich auch irgendwie ein bisschen einen schlechten Tag hatte und mir einfach noch heulen zumute war, ja, das gibt's bei mir auch. Da habe ich mir gedacht, oh komm, jetzt schaust du mal nochmal den Film. Und als der Film dann aus war, ich wie ein Heuchchen elend, weinend auf meiner Couch in Embryonalstellung gelegen habe, dachte ich mir, so, jetzt hast du das Ganze nochmal aufgefrischt. Vielleicht kannst du dich jetzt einfach mal an Band 2 wagen. Das letzte Buch war gerade abgeschlossen. Ich wusste sowieso noch nicht, was ich als nächstes lesen wollte. Und dann hat sich's einfach angeboten, Band 2 der Reihe, also Lu 2 quasi, zu lesen. Das wäre ein ganzes neues Leben und ich muss sagen, es kam nicht unbedingt an Band 1 ran, aber es war mindestens 90% davon. Das könnte auch einfach dran liegen, dass ich den Schreibstil von ihr einfach mag, dass ich Lu als Charakter sehr, sehr mag und dass ich einfach gerade so in der Materie drin war. Vielleicht hätte es mir zu einem anderen Zeitpunkt nicht so gut gefallen, aber ich kann euch auch jetzt einfach mal erzählen, um was es in Band 2 geht. Okay, bevor ich mit der Thematik in Band 2 loslege, muss ich vielleicht die Kurzzusammenfassung von Band 1 geben. Da geht es einfach nur darum, dass Lu eine neue Stelle anfängt als quasi Pflegerin, Unterhaltungsmädchen für einen kranken Mann. Das war Will Traynor, der hatte vor einigen Monaten einen schweren Autounfall, beziehungsweise er wurde angefahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Die beiden hatten sich verliebt und er hat dann beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Band 2 spielt dann ungefähr 6 Monate nach diesem Tod, nachdem Will in der Klinik gestorben ist. Und Lu ist eigentlich immer noch nicht über diesen Verlust hinweg, aber ihre Familie und alle legen ihr ans Herz, sie soll doch bitte sich irgendwo Hilfe nehmen, wenn sie nicht damit zurechtkommt. Und so finden wir sie in einer Selbsthilfegruppe für Hinterbliebene vor. Dort sind auch ganz, ganz viele tolle Charaktere, die auch einen wichtigen Menschen verloren haben, die sich gegenseitig pushen und unterstützen bei ihrer Trauerbewältigung. Also wirklich finde ich richtig schön oder fand ich richtig schön. Eines Tages turnt sie irgendwo auf ihrer Dachterrasse rum und fällt plötzlich vom Dach. Sie hatte auch schon ein bisschen was getrunken. Das möchten wir jetzt ja nicht unter den Tisch kehren. Und dann lernt sie den Sanitäter Sam kennen. Lustigerweise ist Sam auch ein Verwandter eines anderen Mitglieds der Selbsthilfegruppe. Und die beiden gehen aus, haben Spaß zusammen, aber Lu traut sich nicht, das Ganze irgendwie Beziehung zu nennen. Das Ganze wird dann auch noch kompliziert, als plötzlich ein junges Mädchen vor ihrer Haustür steht und behauptet, sie wäre Wills Tochter. Natürlich glaubt Lu das im ersten Moment nicht. Will hätte doch gewusst, wenn er eine Tochter hat. Und Lily, so heißt das Mädchen, erklärt ihr dann, warum Will nicht wusste, dass sie existiert. Sie versucht dann Lily auch mit Wills Eltern bekannt zu machen, die mittlerweile getrennt leben. Da hat man auch in Band 1 schon gemerkt, dass die eigentlich noch zusammen sind, weil Will lebt.
Die beiden glauben natürlich auch zuerst nicht, dass Will eine Tochter hat. Sie sagen, Lily ist eine Hochstaplerin, aber nach und nach gefällt ihnen eigentlich der Gedanke, dass Will irgendwo noch weiterlebt. Also ich muss sagen, ich habe das Buch verschlungen. Ich habe es wirklich richtig verschlungen. Einfach weil Lou und Will mir damals so ans Herz gewachsen sind. Natürlich ist es jetzt komisch zu sehen, dass Lou weitermacht, dass Lou einen neuen Partner hat, dass das Leben ohne Will weitergehen muss. Aber ich finde, sie macht das richtig gut. Sie arbeitet momentan auch in einem Job, der ihr nicht so viel Spaß macht, kriegt aber gegen Ende des Buchs nochmal ein super Jobangebot von Nathan. Den kennen wir ja noch als Pfleger aus Band 1. Und am Schluss kommt halt die Frage, nehme ich das neue Jobangebot an, verlasse meine Blase, die ich mir aufgebaut habe, oder bleibe ich in London und lebe mein Leben einfach weiter. Es gibt natürlich noch einen dritten Band, den habe ich jetzt noch nicht zu Hause, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mir den bei Gelegenheit auch noch kaufen werde, einfach weil ich jetzt wieder so in dieser Geschichte drin bin und wissen möchte, wie es Lou ergeht und was sie erlebt. Ich möchte ja nicht Ende von Band 2 jetzt verraten. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der Band 1 geliebt hat. Es ist natürlich ein dicker Schinken. Es sind, lass mich jetzt mal schnell gucken, 520 Seiten ungefähr. Aber ich finde, jede dieser 520 Seiten hat sich absolut gelohnt. Und wie das immer so schön ist, wenn ich Videos drehe, klingelt die Haustür und ich muss das Ganze unterbrechen. Aber jetzt habe ich wieder meine Ruhe und jetzt machen wir weiter mit dem vorletzten Buch, das ich im Mai gelesen habe. Und zwar wäre das Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner von Kerstin Gier. Ich habe dazu ja auch schon eine Rezension abgedreht. Viel muss ich also zu meiner Meinung nicht mehr sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie mir das Buch gefallen hat, klickt ihr einfach jetzt oben auf das i und schaut euch die Rezension an. Ich sage euch aber trotzdem, um was es geht. Wir begleiten unsere Protagonistin Kati. Kati ist eigentlich glücklich mit ihrem Mann Felix zusammen. Seit 5 Jahren oder so sind sie jetzt ein Paar. Aber es schleicht sich eben auch der Alltag ein. Und als Kati dann einen anderen Mann kennenlernt, stellt sie die ganze Beziehung auf einmal in Frage. Dann fällt Kati vor eine U-Bahn und landet plötzlich in der Vergangenheit, 5 Jahre zuvor, quasi an dem Tag, bevor sie Felix kennengelernt hat. Und denkt dann, ja, wenn ich ihn gar nicht erst kennenlerne, dann habe ich gleich freie Bahn für Mann Nummer 2. Der entpuppt sich allerdings nicht mehr so als Traumprinz, wie er in der Zukunft eigentlich war. Und sie ist ein bisschen traurig, weil sie Felix jetzt nicht kennengelernt hat. Aber das Schicksal ist ja immer sehr, sehr gut mit unseren Protagonistinnen und sie läuft Felix doch wieder über die Füße. Wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Meine Meinung dazu gibt's in der Rezension. Ich kann nur so viel sagen, ich habe das Buch gefeiert und ich hoffe, dass ganz viele, viele Menschen da draußen das Buch auch nochmal zur Hand nehmen. Es ist nämlich schon ein bisschen älter, weil es einfach so unfassbar witzig ist. Kerstin Gier kann ich sowieso immer nur empfehlen. Ich liebe diese Frau, ich liebe ihren Humor, ich liebe einfach quasi alles, was sie schreibt. Es gab echt wenige Bücher, die mir von ihr nicht gefallen haben. Und ich könnte euch noch nicht mal sagen, welche davon das waren, weil es einfach nur 1-2 Stück waren, wo mich die Thematik einfach nicht interessiert hat und ich gesagt habe, nee, das lese ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, kann ich definitiv empfehlen. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich im Monat Mai für mich entdeckt habe, das ich gelesen habe. Und wenn ich jetzt sage, das Buch ist erst am 25. Mai erschienen, kann sich der ein oder andere, der meinen Lesegeschmack im Üblichen teilt, auch vielleicht denken, um welches Buch es sich handelt. Wisst ihr es?
Ich verrate es euch auf jeden Fall. Es war nämlich Save You von Mona Kasten. Das ist der zweite Band der Maxton Hall Trilogie. Der erste Band kam, glaube ich, im April raus. Oder im März. März, April. Müsst nochmal nachgucken, aber ich kann es euch auch in die Infobox unten schreiben. Auf jeden Fall kam jetzt am 25. Mai Band 2 raus. Die Geschichte von Ruby und James geht weiter. Ich habe, glaube ich, Band 1 auch rezensiert. Da müsst es auch ein Video dazu geben. Ich suche es euch mal raus und verlinke es euch oben auf dem i. Band 1 hat mir ja schon ziemlich gut gefallen. Aber ihr wisst ja, dass, obwohl mir die Bücher eigentlich immer gefallen, ich finde, dass Mona Kasten einfach viel zu viele Klischees in ein Buch packt. Aber das ist ja einfach Geschmackssache. Das sagt ja auch nicht aus, dass mir die Bücher oder ihr allgemeiner Schreibstil nicht gefallen. Es wäre mir einfach lieber, es wären manchmal so 2-3 Klischees weniger. Dann würde das Buch bestimmt auch von mir 5 Sterne bekommen. So schwankt es immer zwischen 4 und 4,5. Einfach nur ein bisschen Abzug, weil ich die Klischees einfach zu überladen finde. In Band 2 geht auf jeden Fall die Geschichte von Ruby und James weiter. Band 1 hat ja geendet auf einer Party als, wie sage ich das jetzt ohne zu spoilern? Band 1 hat geendet auf einer Party, da hatte James vorher etwas Schlimmes erfahren und hat sich dort dermaßen aus dem Leben gekickt. Ich weiß nicht, was er alles genommen hat. Auf jeden Fall war er nicht mehr er selbst, hat ein anderes Mädchen geküsst und Ruby hat's gesehen. Da steigen wir auch wieder ein. Ruby ist total enttäuscht und wütend. Sie weiß allerdings nicht, warum James so drauf war, wie er es einfach war. Als sie es aber dann im Laufe des Buches erfährt, ändert sie ein bisschen ihre Sichtweise, die zwei finden wieder näher zusammen, aber wenn wir James kennen, das Ganze ist nicht von langer Dauer. Was mir an dem Buch aber allerdings sehr gut gefallen hat, und darauf habe ich auch nach Band 1 gehofft, dass wir die anderen Charaktere, sprich Lydia, die Schwester von James, oder Amber, die Schwester von Ruby, ein bisschen näher kennenlernen. Und das ist in diesem Buch passiert. Also es gibt jetzt diesmal nicht nur Kapitel, die von Rubys Sicht oder aus Rubys Sicht oder aus James Sicht geschrieben sind. Nein, in diesem Band 2 haben auch Lydia und Amber das ein oder andere Kapitel, das aus ihrer Sicht geschrieben ist, und das hat mich echt richtig gefreut, weil obwohl Lydia am Anfang so bitchig war, ich immer gesagt habe, das ist ein ganz, ganz toller Charakter, genauso auch Amber. Ein Manko, was ich für Save You habe, ist, dass die Geschichte von, wie heißen die zwei Jungs, Keisha und, ich weiß es gerade nicht mehr, wie der zweite hieß, aber wer das Buch gelesen hat, weiß, wen ich meine. Die beiden haben nämlich auch eine Geschichte zusammen und darauf wurde außer ein, zwei Sätzen in Save You gar nicht drauf eingegangen. Ich gehe mal davon aus, das spart sich Mona für Band 3 auf, sonst wäre es nicht in Band 1 so extrem und in Band 2 durch die zwei Sätze erwähnt worden. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Im Allgemeinen kann ich aber sagen, dass ich mich auf Band 3 sehr, sehr freue. Band 3 wird ja der Abschluss der Trilogie sein. Und ich hoffe, dass dann in Band 3 auch wirklich alle Storystränge zusammenlaufen. In Band 2 war der Cliffhanger am Ende jetzt nicht so hart wie in Band 1, fand ich. Dennoch möchte man durch das letzte Kapitel trotzdem wissen, wie es weitergeht. Also ich bin begeistert, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß ja, in BookTube geht das Buch jetzt wieder rund. Ganz, ganz viele, habe ich gesehen, bei Goodreads haben es schon gelesen. Ich hatte es auch in 2 Tagen durch, also es lässt sich wirklich flüssig lesen. Mona schreibt wirklich relativ entspannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf Band 3 und ich fand Save You war definitiv ein guter Monatsabschluss. So ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Monat Mai gelesen habe. Ich glaube, es waren jetzt 7 an der Zahl. Das ist auch so mein normaler Standard.
am Anfang vom Jahr bin ich ja ein bisschen schwächer gestartet, da war einfach sehr, sehr viel los. Aber 7 Bücher finde ich völlig okay. Das Ganze soll ja nicht Druck sein, wer liest am meisten Bücher. Oh, ich habe 3 Bücher mehr gelesen als du, hahaha. Wenn ich Goodreads aufploppen lasse, sehe ich, manche in meiner Freundesliste haben jetzt nach 5 Monaten schon knapp 100 Bücher gelesen. Ja, schön, wenn sie die Zeit haben und ihre ganze Freizeit auch gerne dafür investieren, ist das völlig okay. Aber jeder sollte einfach so viel lesen, wie er kann. Und wenn man nur ein Buch schafft, dann schafft man eben nur ein Buch. So ist das. Ich hoffe, ihr hattet einfach ein bisschen Spaß an meinem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht auch Lust, das ein oder andere Buch zu lesen. Ich verlinke sie euch wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal schauen. Da sind die ganzen Amazon-Links drin. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein besseres Wetter, als es hier im Saarland heute ist. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und au revoir.